Hallöchen und willkommen zu Let's Play Lego der Hobbit. Kein Let's Play, wir spielen noch mal kurz hier so ein bisschen. Ich bin auf dem Weg zur Platin-Trophäe, habe sie auch fast. Es kostet einiges an Zeit. Es ist ja der beste Lego-Teil, wie ich finde. Obwohl die Missionen richtig blöd in meinen Augen waren. Also ich fand ich jetzt nicht so spektakulär, gab es schon definitiv bessere. So, ich kann mal kurz auf die Minimap gucken, nachdem ich erstmal hier im Wasser verkriepelt bin. Gucken wir mal rauf, hier waren doch überall, ne, wer das Spiel selbst kennt, hier waren überall Missionspunkte, die man machen musste. Ich habe bisher, glaube, bin jetzt schon bei 88% oder sowas ähnliches. Wir sind bei 90,1%, siehst du, habe ich mich sogar noch mal verguckt hier. Ein paar sind noch offen, weil ich noch nicht alles geschmiedet habe. Eine Sache muss ich am Ende noch schmieden und ich muss noch ein paar Objekte finden in den Missionen. So, und ich muss echt sagen, ich mache jetzt nochmal diese kurze Aufnahme, weil das Spiel einfach sowas von genial ist. Und ja, im Let's Play hatte ich immer nur die Missionen, die nicht wirklich spektakulär, wie gesagt, waren. Also ich würde sagen, von der Mission her ist das das schlechteste Lego-Spiel. Aber diese Mission hier, diese Open World, die ist natürlich geil. Ach, was redet die hier schon wieder, ey? Die kann nur labern, diese alte Tosse. Bla, 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 kommt da raus. Also am Ork München. Ganz komisch auch hier diese ganzen Personen, die weiblichen, die, ja... Wie soll ich sagen? Die haben irgendwie männliche Stimmen. Das macht mir ein bisschen Angst. Es hat mich jetzt ein bisschen eingeschüchtert hier. Deswegen bin ich auch froh, wenn ich hier Platin habe. So, was haben wir denn hier? Schatz finden? Inwieweit Schatz finden? Welchen Schatz finden? Man kann ja vieles als Schatz betrachten. Ich weiß jetzt nicht genau, was es ist. Ich muss... Oh, warte mal. Wie viel fehlen mir noch? Mir fehlen noch 10 Mini-Kids. Huch, alter Scheiße. Jetzt bin ich gerade geswitcht. Das Problem ist wahrscheinlich, irgendwie ist mein Partner irgendwo hängen geblieben. Ja. So. Wir können jetzt auch mal ruhig mal auf die... Oh, jetzt rutsche ich hier wieder in die... Lass mich in Ruhe. So, jetzt kann ich euch mal was zeigen hier. Die Schätze, die ich gesammelt habe, ist das nicht toll. Das hier fehlt mir vor einer Mission noch. Das ist, glaube ich, die einzige Sache, die mir hier noch fehlt, oder? Ja, und das hier, wie gesagt, muss ich noch craften. Hier unten habe ich dann die ganzen Charaktere, ganz, ganz lustige Charaktere. Und die Missionen waren teilweise auch super lustig, vielfältig auch, obwohl sich manche wiederholt haben. Aber ist echt geil. Ja, die sieht geil aus, ne? Bulk. Tja. Hier haben wir Sauron. Ich nehme mal kurz Sauron. Und dann nehme ich mal kurz ein Tier. Und zwar das hier. Das ist böse. Das passt zu mir. Sauron-Time. Der Geist von Sauron, ne? Ja, die Mission war nicht so pralle. Wir werden gleich nochmal was zocken. Ich will hier nochmal ein bisschen rumreiten. Ich zeige euch gerade... Ja, ich bin, glaube ich, im Elbenreich gerade. Und das ist ziemlich hier. Ja, gut. Man hat nicht so viel Platz. Und ich kann euch jetzt auch nicht mehr so viel zeigen, weil die ganzen Missionen ja schon gemacht worden sind. Ist aber an sich ziemlich lustig. Also ist echt geil gemacht. Das ist das beste Lego-Spiel dadurch. Für mich zumindest bisher. Werd noch der Herr der Ringe dann legulieren. Platinieren. Und jetzt gehe ich mal auf Select. Und dann klicken wir mal auf ein Level. So, hierauf. Hier fängt es an, hier habe ich 10, 10, 10, 4, 4, 4 und jetzt fehlen mir hier noch zwei Minikits. Ich mache freies Spiel, da wird mir angezeigt, welchem Sektor mir welche fehlen. Ah, ich glaube, da mussten wir erstmal weg... Ah, ja gut. Also da muss ich jetzt wegrennen. So, wen nehmen wir denn da mal? Wen nehmen wir da mal? Wir können eh alle aussehen, von daher ist es unrelevant im freien Spiel. Ich glaube, das konnte man in damaligen Lego-Teilen auch nicht, ne? Also so für die PlayStation 2 Lego Star Wars, da konnte man das nicht. Da hatte man eine Standardauswahl und die konnte man, glaube ich, nur nehmen. So, jetzt labert er wieder Scheiße. Bla, 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 bla. Ah, die Geschichte, das ist ein bisschen nervig, wenn man mal die Mission wiederholt. Bla, 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 bla. Und das ist auch ein bisschen... Ja, wenn die anderen irgendwie reden, ist das nicht so toll, ne? Also wer Harry Potter oder so kennt... Oder eben ganz damals, da haben sie so... Das fand ich lustiger. Von daher... Ja, und der Hobbit hat mir jetzt auch nicht wirklich sehr gut gefallen, so als Film. Also, Herr der Ringe war tausendmal besser, meiner Meinung nach. Ist ja meistens so bei einem Film. So, jetzt wollen wir aber noch ein bisschen was sehen hier. Finde und zerstöre Gruppen hüpfender Lego-Objekte, um eine Belohnung zu erhalten. Also, ich habe so viele Rohstoffe. Wirklich, okay, jetzt muss ich mich ganz konzentrieren. Hier habe ich das immer so gemacht, dass ich Start drücke, um zu sehen... Ich glaube, es müsste aber in der Mitte gleich kommen. Wir machen das einfach mal. Das nervt wahrscheinlich. Ist mir aber wurscht. So, ich laufe jetzt hier durch. Wunderbar. Tolle Bär da hinter uns. Guck mal, der schnappt uns. Ah. Nein. Wie kann das nur sein? Scheiße.
Gut, da kommen wir also auf der rechten Seite. Das heißt, wir machen einfach nochmal zurück zur Mittelerde. Nur das Level verlassen. Brauchen ja nicht speichern eigentlich. Okay, rechte Seite merke ich mir. Eigentlich, ja, linke Seite, wenn man das von den Hobbits, die da wegrennen, nimmt. Ne? Von uns aber gesehen aus rechts. Süßchen, und da sind wir wieder. Nimm. So, das können wir wieder überspringen. Ich habe mal gedacht, ihr braucht nicht die Ladebildschirme mitsehen. Das ist nicht ganz so spannend. Naja gut, jetzt müsst ihr diesen Ladebildschirm mitsehen. Okay, wir wissen auf der rechten Seite, also da, wo der Daumen, links ist. So, rechts, 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 rechts. Right, 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 right. Ah, this is okay, this is okay. So, und dann immer mal wieder stoppen hier. Ah, rechts bleiben. Und wieder, ich will nicht zu weit rechts sein gleich. Aber ich glaube, der war ziemlich rechts. Ja, und bam, Junge, ich habe dich. Und der Bär ist irgendwie, ich weiß nicht, der ist so ein bisschen mongolisch. Warum geht er so komisch? Der könnte auch mal von sich aus eigentlich springen, das wäre logischer. Ein Bär müsste eigentlich schneller sein, egal. Ich brauche hier gar nichts machen, also Lego ist immer ziemlich einfach. Wenn man stirbt, ist das überhaupt nicht schlimm, also... Nö, ist einfach nicht schlimm. So, jetzt werden wir diesen Rest auch noch mitmachen. Und wir brauchen noch ein Minikit. Mal sehen, ob ich das finden kann. Das soll gleich in der nächsten Abteilung sein, obwohl... im nächsten Areal sein, obwohl... Es gibt ja nur noch eins. Boah, what the heck? Doch relativ schlau, das Viech. Muss man schon sagen. Aber es hat uns trotzdem nicht erwischt. Wobei das ja ein Typ ist eigentlich, ne? So ein Formwandler. Glaube ich, war das. Der sich in jede Gestalt... Der jede Gestalt annehmen kann. Wir sperren ihn einfach mal aus. Ich weiß gar nicht, ob er Kontrolle so hat. In der Form, in der er gerade ist. Wenn ja, dann würde ich mich jetzt doch zum Vogel oder so kurz verwandeln und dann zum Tyrannosaurus Rex und würde sie auffressen. Öffne die Tür! Wir öffnen noch nicht die Tür, weil hier muss irgendwo noch ein Minikit versteckt sein. Hier ist auch ein Bonusraum. Da sind dann auch die meisten, aber da war ich schon drin. Eigentlich sollte da nichts mit drin sein. Aber wir gucken mal. Ich zerstöre erstmal alles wieder wie immer. So. Die Bienchen können mir ja überhaupt nichts anhaben. Und Sauron natürlich eine böse Kreatur. Die aber ziemlich schwach ist. Weil sie ja nicht wirklich reaktiviert ist noch. So, ich guck mal hier. Ja, der bringt aber auch nicht ganz so viel. Da vorne ist noch ein verletztes Tierchen, wobei ich auch nicht glaube, dass ich den übersehen habe. Das Problem ist, ich habe auch noch nicht den Minikit-Finder. Weiß ich gar nicht, wo der genau ist. Ich hatte jetzt noch zwei Auswahlmöglichkeiten, was ich da... Ach, ein Eichhörnchen. Nee, das hab ich schon. Der wirft mir jetzt... Was? Was hat er da runtergeworfen? Das kann nur Geld sein. Oder ein Objekt. Ich meine ein Treasure, also ein Schatz, ne? Das könnte es nur sein, aber das bringt mir ja nichts. Die Kohle eigentlich auch nichts, obwohl ich glaube, es gibt noch eine Trophäe für 1 Billion, also 1 Milliarde Stats. Tja, wie geht's hier weiter? So, erstmal wieder alles zerstören. Ich glaube, der Bonusraum, der war ja hier vorne. Da ich sag immer wir, weil ich das nicht alleine gezockt habe. Da haben wir beide doch... Ich zerstöre es mal hier. Ich glaube, irgendwo hier war der Geheimraum. Auch schon wieder länger her. Oh Mann, dann hatte ich am Ende, also so bei 83% eine Stelle, da hat sich die PS3 immer aufgehangen, ne? Habe ich schon gedacht, das kann es doch nicht sein. Habe ich nochmal die CD ein bisschen sauber gemacht. Und dann ging es. Gott sei Dank. Bisher also kein Ausfall erstmal. Hat man aber immer gerne bei diesen Playstations. Meine vorherige Playstation auch einfach Schrott gegangen. Das war die fette. Konnte ich PS2-Spiele drauf spielen. Huch, warte, ich glaube, ich konnte gerade was zusammenbauen. Ja, ich glaube, jetzt baue ich hier ein Trampolin. Trampolin. Oder war hier irgendwo der Bonusraum? Egal, ich gehe erstmal weiter. So, da oben komme ich noch nicht. Oder eigentlich könnte ich daran schon springen mit Freckles. Wo haben wir dich? Wo haben wir dich? Hä? Bin ich blind? Da oben. Na, kennt man ja von Lost bestimmt. Ich komme da aber nicht ran. Doch, ich komme da ran. Obwohl das eigentlich gar nicht möglich ist.
Beziehungsweise erst später nach Story-Modus natürlich. Aber man kann hier alles schön abkürzen. Da dürfen wir also noch nicht rein, weil dann ist das Level hier beendet. Glaube ich, oder? War es schon beendet? Ich glaube, drin war auch noch mal was. So, ein bisschen was zerstören hier. Ich hoffe, ich bekomme noch das eine Minikit in diesem Level. Normalerweise würde ich das jetzt mit Internethilfe machen, aber es ist natürlich dämlich, wenn ich jetzt immer pausiere und so. Von daher vertraue ich einfach mal in mich. Ist doch nicht falsch, wenn ich in mich selbst vertraue. Wobei ich hier schon das letzte Mal nur 8 eingesammelt habe. Und jetzt eben 9. Der 10. ist irgendwo hier versteckt. Ach, da ist der Bonusraum, genau. Ja, auf der anderen Seite war der natürlich. Gut, dann werden wir uns jetzt mal wieder zu Saruman verwandeln, wo auch immer der ist. Saruman. What the heck? Da. So. Hier können wir was zusammenbauen. Die Biene hier hat den Schlüssel und die ist immer fliegt immer von A nach B, von B nach C, von C nach D und von D, glaube ich, noch nach F, E und dann bekommen wir den Schlüssel irgendwann. Wobei ich nicht glaube, dass ich hier irgendwas übersehen habe. So, lassen wir es mal ein bisschen umdrehen, umfallen. Ja, da war ein Minikit drin. Dann nehmen wir mal Sam. Von der Ewigkeit, wo ich den mal bekommen habe, habe ich immer gesagt, immer gedacht, ich nehme Frodo oder so. Na, weil er ja so bekannt, also... Ne, Quatsch, hier bei Bilbo meine ich. Mit dem Ring Frodo, weil der ja auch mal mit dem Ring rumgelatscht ist, ne? Ach Mensch, ja, das bringt mir nichts. Es war da, aber 4 von 4. Das bringt mir ja nichts. Vielleicht, ich glaube, hier war... Das war auch noch ein Minikit, ne? Hier diese hässlichen Gesichter abwerfen. Komm, ich mach das mal ganz elegant. Zack, 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 bis ich den richtigen habe. Okay, ich bekomme sie irgendwie nicht. Ach, jetzt ist sie auch weg. Das ist schön. Gut. Wieder Freckles. Ja, ja. Genau bei diesem Verwandeln hat sich das immer aufgehangen. Ah, das hat mich aufgeregt. Also, eigentlich müsste ich das hier haben. Ja, wollte schon sagen. Jetzt ein Minikit, das wäre ja geil, du. Okay, mehr ist hier nicht, ne? Ist auch nicht gerade so groß hier, der Bonusraum. Viele Bonusräume sind ziemlich groß. Da sind die meisten Minikits tatsächlich im Level verteilt. Insgesamt gibt es ja immer 10. Dann einen Wurf pro Level und die... Was gibt's noch? Ah ja, und die 4 Schätze. Die gibt's natürlich auch noch. Ja, 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 ja. So, komm, komm, komm. Bam, 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 bam. Ja, ich glaube, doch, im Haus war auch noch was. Das heißt, danach ist es nicht beendet. Im Haus muss irgendwie noch was sein. So, wir werden jetzt mal schnell wechseln hier oben. Also ich... kennen die Charakter jetzt in- und auswendig, was wir hier brauchen und wer für was zuständig ist. Mit Dori werden wir jetzt erstmal wieder die Tasten voll spammen. Zack, und lassen das runterfallen. Ich wollte auch noch was mit der Grafik testen, deswegen habe ich mir gedacht, man hat ja auch von der Story her sofort Gandalf, deswegen kann man auch, ist das hier gleich blau und das ist ja storymäßig. Das hatte ich sogar mal mit Drubel noch aufgenommen hier. Könnt ihr also nochmal im Kanal sehen, wie ich da kläglich wahrscheinlich mit Drubel scheitere. Die Schuld lege ich auf Drubel. Ich bin doch perfekt. Nein, natürlich nicht. War ein Scherz. Wäre schön, wenn es so wäre. Da oben kann man hinhüpfen. Aber ich glaube, da war ich auch schon. Ein Minikit und dann habe ich einen Mithril Stone. More. Und da oben, nee, das ist wieder ein Trash. Wieder ein Schatz. Da oben ist die jetzt hin... Ach, da oben ist er hingegangen. Okay, warte mal. Lüb, lüb, lüb. Da haben wir ihn wieder. Dory. Dory, Dory, Dory. Das ist auch... Nee, das ist... Oh, nee, wer ist das denn jetzt? Ich glaube, das ist der mit der Schleuder da, der Typ. Ja, warte. Dory and Ori. Oh mein Gott. Ha, das ist natürlich... Das wäre natürlich nach der Story jetzt her, wenn wir keinen Elben gehabt hätten. Warte mal. Ist das zufällig? Schade. Habe ich schon beim letzten Mal getestet. Nee, ist es nicht. Weil hier sind so viele drauf. Zum Beispiel 1, 2, 3. Ne? So wie wir es vorhin auch bei den... netten Ork Tafeln hatten. So, lassen wir mal runterfallen. Da. So. Purple. Sehr gut. Ich habe natürlich auch so einen Stat-Magnet dran. Und hier ist der Schlüssel. Also, ich glaube, hier können wir nicht mehr herausfinden. Also, hier gibt es wirklich nichts mehr. Jetzt gehen wir weiter. Und vielleicht ist da das letzte Minikit. Ich hoffe nicht, dass das Level beendet ist, weil sonst habe ich tatsächlich noch eins übersehen. Oh. Es ist zu Ende. Scheiße. Na gut, immerhin habe ich ein Minikit gesammelt. Geht ja noch. Level abgeschlossen. Und ich muss sagen, das Spiel ist wirklich geil.
So, 920.565.140 Stats haben wir. Es fehlt nicht mehr viel. Und wir sehen uns dann, ja, bei den nächsten Let's Plays, die noch offen sind, wieder. Ein Warbenest fehlt noch. Dann hätten wir hier einen weiteren Mithril Stone und ein Minikit bekommen. Aber das ist leider nicht der Fall. Ich gucke jetzt nochmal kurz mit euch, genau mit euch, wie viel mir noch in den jeweiligen Levels fehlt. Also wirklich nur nicht mal 10%, sind 9,65% würde ich mal so sagen. Wobei, eine zweite Stelle nach dem Komma gibt es ja hier nicht. Ja, diese Ladebildschirme sind immer ziemlich nervig. Wo habe ich denn nur eins übersehen gehabt? So. Also. Man sieht schon, hier fehlt mir eins, hier fehlt mir eins, hier fehlt mir eins. Hier fehlt mir auch noch ein Minikit, hier fehlt mir auch noch ein Minikit, hier ein Minikit und ein Schatz. Und hier noch ein Minikit, hier zwei Minikits und dann war es das auch schon. Also ich bin dann auch bald durch und habe Platin endlich. Bin ich froh drüber. Und ja, das war der kurze Test mit der Grafik, weil ich wollte nochmal, oder habe jetzt was umgestellt beim Rendern und da wollte ich nochmal gucken, ob das jetzt besser geworden ist. Müsste eigentlich besser geworden sein, auf jeden Fall. Bis dann, ciao. Haut rein, ne?